doing things I used to do, but not for me. I sit and watch as tears go by. My richness can't buy everything. I want to hear the children sing. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. Soll ich sagen. Ja, herzlichen Dank. Das ist mal eine Eröffnung. Ja, wir fangen dann jetzt offiziell an hier mit der Friedenswahnmache. Friedenswahnmache in Saarbrücken. Das ist die Friedenswahnmache. Der Klassiker. Ja, wir haben gestern ein sehr schönes Orga-Treffen gehabt. Und auch mal ein bisschen Programm jetzt, also wird festgeschrieben, aber dass wir ein bisschen Ablauf haben, dass ein bisschen Abwechslung da ist. Wir begrüßen alle recht herzlich, die hier sind. Der Sascha fängt an mit der Eröffnungsrede. Und vorneweg möchte ich die lieben Leute hier vom Friedensnetz Saar begrüßen, dass ihr auch da seid, obwohl Fußball ist. Dankeschön, cool. Ja, dann war reich warm. Ja, herzlich willkommen. Ich verlese jetzt die Eröffnungsrede. Wir heißen alle Menschen von Herzen willkommen, die in der Lage sind, friedlich Mahnwache zu halten. Denn Gewaltfreiheit ist unserer Ansicht nach der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden. Wir möchten alle hier Anwesenden um ein paar Sachen bitten. Wenn jemand anfängt zu pöbeln, zu randalieren oder irgendwie Gewalt anzuwenden, wenn vermummte Personen erscheinen, wenn jemand Parteiwerbung oder mutmaßliche Hetzschriften verteilt, bleibt friedlich und sagt umgehend einem Ordner Bescheid. Dieser wird bei Bedarf die Mitarbeiter der Polizei informieren. Wir möchten hier keinerlei Gewalt und keine Extreme, weder rechts noch links noch religiös. Ansonsten kann und soll jeder Mensch seine Meinung haben und auch vertreten dürfen, solange dieser Mensch in der Lage ist, hier Friede vorzuleben, anstatt nur davon zu reden. Diese Veranstaltung ist unparteilich, unpolitisch und unreligiös und wird es auch bleiben. Jeder trägt für seinen inneren Frieden selbst die Verantwortung, denn dieser Friede kann genauso wie Moral, Ethik und Solidarität nur aus eigenem Herzensgrunde und Überzeugung erwachsen. Wir begrüßen herzlich unsere Freunde von der Polizei oder auch wieder nicht. Ja. Wir begrüßen alle freien Männer und Frauen und Kinder, die heute hergekommen sind, um für unser aller Friede einzustehen. Wir begrüßen alle mutigen Menschen mit dem Willen zur Veränderung, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft und Nationalität, egal welcher Religion, welchen Glauben und welcher sexuellen Orientierung sie nachgehen. Jede Meinung ist es wert, gehört zu werden, solange sie im Zeichen des Friedens miteinander steht. Jeder Gedanke soll gedacht werden dürfen und jede Erkenntnis, welche dem Menschen und dem Frieden dient, soll eine Bühne haben dürfen. Wir begrüßen gegensätzliche Meinungen in tiefem Respekt, denn nur durch diese Gegensätze und Unstimmigkeiten können wir uns noch sicher sein, dass wir nicht völlig gleichgeschaltet und verblödet sind. Deshalb gilt es, diese Unterschiede, die uns als Menschen ausmachen, zu pflegen. Und es sollte unser aller Anspruch sein, alle friedlichen Meinungen, Erkenntnissen und Anschauungen, so verschieden sie auch sein mögen, ihnen Respekt und auch Augenhöhe zu begegnen. Wir möchten die Welt nicht schwarz machen, sondern sie an menschlichen Idealen neu beleben. Wir möchten Systemfehler aufzeigen und jeden Menschen ermahnen, einmal genauer hinzusehen. Wir dürfen und sollen hier ruhig auch Freude haben und wünschen uns eine schöne Zeit, in der Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen, auch wenn nicht alle einer Meinung sind. Es wäre schön, wenn wir uns alle hinsetzen, Gelegenheit dazu gibt es mittlerweile genug, um eine friedliche Atmosphäre auszustrahlen.
Möge der Wille zum Frieden über den unterschiedlichen Meinungen stehen und zu einem anregenden Austausch und Freundschaft führen. Vielen Dank. Danke, Sascha. So, als zweiten Punkt hätten wir dann hier stehen, warum gehe ich zur Mahnwache? Wir hatten dort schon kurz in der Facebook-Gruppe aufgerufen und wir möchten einfach alle bitten, jeder, der Lust hat, der ein oder andere hat sich ja schon ein bisschen Gedanken gemacht, kommt einfach mal bitte hier kurz vorne ans Mikro und sagt einfach nur ein paar Sätze, eine Minute, zwei, also jetzt keine stundenlangen Reden, warum ihr eigentlich hierher kommt, gerade heute vielleicht, obwohl sogar Deutschland jetzt am Fußballspielen ist. Vielleicht sagen wir dazu später noch ein bisschen was. Und ich habe gehört, die Heidi möchte anfangen. Ein Applaus für die Heidi, danke. Hallo. Ich bin jetzt auch etwas aufgeregt, weil ich will nicht gerne zu. Warum komme ich zur Mahnwache? Ich heiße Heidi und ich bin ein Mensch. Ein Mensch, der Angst hat. Angst vor Krieg, der kurz bei uns vor der Tür steht. Ja. Ich habe Angst vor einer Gesellschaft, in der nur noch Leistung zählt. Angst vor Vereinsamung durch eben diese Gesellschaft. Ich habe Angst, was zurzeit in der ganzen Welt passiert. Ich bin hier, weil ich nicht mehr zu Hause rumsitzen will und zusehen will, wie die Ungerechtigkeiten in diesem System immer schlimmer werden. Immer mehr Menschen verarmen, nicht nur finanziell, nein, auch emotional und menschlich. Es macht mich traurig und wütend zugleich, wenn ich mir das Elend auf dieser Welt anschaue. Wenn ich sehe, welchen Mist die Politik unserer Regierung uns erzählt. Wie wir systematisch belogen werden und wer versucht, alles zu unterdrücken, was sich aufbegehrt. Ich bin nur ein einfacher Mensch, der von Politik nicht sehr viel Ahnung hat. Aber eines habe ich verstanden. Diese Gesellschaft wird immer unmenschlicher. Ich wünsche mir vor allem für uns und für unsere Kinder und deren Kinder ein besseres, ein schöneres Leben, in dem man sich als Mensch noch achtet, in dem es egal ist, ob ich schwarz, weiß, rot, gelb, dick, dünn, schön, hässlich bin. Ich wünsche ein Leben des Respekts voreinander. Danke, Heidi. So, wer als nächstes? Wer möchte nochmal? War's das? Kann ja nicht sein. So, Mann. Jawohl. So, hallo, mich kennt ihr ja. Ich bin hier hauptsächlich, weil ich denke, wie ich es ja schon mal sagte, das ist die erste Bewegung, von der ich glaube, dass sie ein bisschen Auswirkungen haben kann auf die Massenbesinnungslosigkeit, wie sie sich stellenweise auch hier wieder zu zeigen scheint. Ich rede von der Massenbesinnungslosigkeit, der jeder anheimgefallen ist, der lieber WM schaut, als hinzusehen, was in der Ukraine, in Syrien oder sonst wo passiert. Das sind Feuer, die bald hier bei uns vor den Türen brennen. Wir haben keine Zeit. Wir haben einfach keine Zeit zu warten, bis irgendwer da oben oder irgendwer nebenan oder irgendeine Organisation, irgendeine Partei was ändert, wenn wir nichts ändern. Und deswegen bin ich hier, weil ich glaube an euch, wir ändern das. Ach so, der Nächste bitte. Das ist gar nicht mein Fahrer. Hi, ich bin der Hannes. Ich bin hier, damit ich euch alle gerade treffen kann. Und ja, dass wir anfangen, hier auszusteigen von dieser Massenbesinnungslosigkeit, die eben angesprochen wurde. Und ich bin hier, um von Face to Face zu diskutieren und zu sprechen. Ich beschäftige mich mit freier Energie und ihrer Auswirkungen. Ja, freie Energie und ihre Auswirkungen ist alles ganz schön. Ich bin relativ spontan hier gekommen und dachte, ich höre mal hin über die Presse oder das Internet, habe ich schon mal gehört, dass es diese Bewegung gibt. Ich habe aber auch gehört, dass es teilweise so abdriftet in so ESO-Zirkel beziehungsweise Wohlfühlkritik, die aber nicht wirklich in politische Forderungen halt mündet, sondern zum Teil halt auch einfach das System sozusagen kritisiert, ohne selbst zu merken, dass man Teil des Systems ist und auch die Politik oder die Presse quasi als falsch und lügnerisch darstellt, ohne zu merken, dass man selber Presse und Öffentlichkeit ist. Und
Da dachte ich, höre ich mal gleich hin, was hier so gesagt wird. Vielleicht ist in Saarbrücken ja alles ganz anders, aber es gibt auch Städte, wo dann das Mikrofon natürlich auch ganz offen, liberal sozusagen, weitergereicht wird und sich dann da dann aber zeigt, dass es rechte Ideen gibt, die sich genau in einer Querfront verstehen und versuchen, Anknüpfungspunkte zu den Menschen, die sich vielleicht auch erstmal als unpolitisch begreifen und sagen, sie sind erstmal neu drauf gestoßen, irgendwie sich zu engagieren, dass es da Anknüpfungspunkte gibt. Und dann möchte ich an die Organisatorinnen und Organisatoren natürlich, möchte ich die direkt ansprechen und dafür plädieren, dass rechten Gedanken, auch wenn sie noch verklausuliert sind, sozusagen keine Bühne gegeben wird. Dankeschön. Ja, hallo, ich bin ja auch mit ein oder anderen schon bekannt hier. Ich möchte jetzt gerade mal auf das Thema rechts einspringen. Ich finde es irgendwie schade, dass es in den Medien immer so rüberkommt, das ist links, das ist rechts, hier ist in die Mitte oder ich weiß nicht. Keine Ahnung, links, rechts, oben, unten. Ich bin hinten, du bist vorn. Ich weiß nicht, was diese Richtungsbedeutungen irgendwie auf mein Leben oder auf die Friedensbewegung oder auf was zu tun hat. Rechts und links braucht man beim Auto, beim Blinker vielleicht oder weiß nicht, was das soll. Also ich lasse mich in keine Ecke drängen, obwohl ich oft als extrem links bezeichnet wurde oder keine Ahnung, weil ich sicher auch Gedanken habe, die ein Rechter haben kann. Und wenn hier ein Rechter ans Mikro geht, der sich irgendwie dann noch einordnen lässt, dann soll er das auch tun. Aber ich meine, das hat nichts mit der Veranstaltung zu tun. Und es geht hier um Frieden im Allgemeinen, dass wir darüber reden, dass wir eine Gruppe werden, die immer größer wird, die was bewegen kann. Und ich möchte da irgendwie die ganzen Schubladen links, rechts oder so, passt nicht dazu. Also, und ich freue mich auch, dass trotz umliegender Veranstaltungen, nenne ich es jetzt mal, immer wieder Leute hierher kommen und dabei sein und mitmachen wollen. Weiter so. Danke, Steff. Ja, der Nächste, wie gesagt, bitte bleibt jetzt aber dabei, einfach nur, warum seid ihr hier? Ne? Also jetzt nicht, dass wir unsere Diskussion wieder verzockeln, wir haben jetzt noch so 10 Minuten dafür, dann geht's weiter mit dem Nächsten. Also, ich bin unter anderem hier, ich war jetzt ein paar Mal hier und habe Erfahrungen, was mich persönlich jetzt sehr berührt hat, beziehungsweise sehr entsetzt hat. Ihr könnt ja alle vorgehen. Vor der Bundestagswahl, ich habe ja sowieso nichts geglaubt, hat es gestern kein Fracking in der BRD. Jetzt lese ich auf einmal gestern, das ist durch. Und da lese ich weiter, warum? Weil Amerikas Großkonzerne hier Erdgas und Öl fördern wollen. Ich springe aus dem Fenster gleich. Sind wir Amerikas Kolonie oder irgendwas? Ich meine, die Bundesbürger wollen das nicht. Und dann nützt die WM, um das schnell durchzupeitschen. Und hab dann auch erfahren, im November oder Oktober werden die ersten Probebohrungen stattfinden. Und wenn das durchgeht, dann kann ich euch sagen, dann geht's ja rund. So, wer möchte noch kurz, warum er hier ist? Vielleicht von meiner Seite wollte ich auch noch ganz kurz zwischendurch. Ich bin einfach nur hier, weil ich eigentlich nicht weiß, was ich sonst groß Sinnvolles machen soll. Ich sehe es ähnlich wie der Marc. Das ist das erste Mal, dass ich Menschen treffe, die wirklich was, ja, die nicht nur irgendwo ein Schräubchen drehen wollen, sondern es ist halt schwierig, es sind viele Themen, aber wenn man nicht das komplette System irgendwie anders hinkriegen, dann wird sich nicht groß was ändern. Und da habe ich hier ein gutes Gefühl, in sehr hoch kreative Leute ein Stück mehr kennenzulernen. Ich bin froh, euch getroffen zu haben. Ne, da guckt keiner hin, dapper durch, weil es geht dort um. Also, warum gehe ich zur Friedensmahnmache? Ja, hast mir gut gefallen, das Recht, das der gesagt hat, dass diese Organisation so was gestalten, dass alles seine Laufbahn nur gewählt ausgeht. Mir ist das wirklich gefallen. Super. Also, es gibt einige Gründe, warum ich zur Friedensmahnmache komme. Zum Beispiel bin ich gegen ein System, in dem Geld mehr Wert hat als Menschenleben und es mehr zu sagen hat als Politiker. Die Armen in Deutschland werden immer armer und die Reichen immer reicher. Die Mittelschicht löst sich immer mehr um.
Die 100 reichsten Deutschen besitzen zusammen 320 Milliarden Euro, während etwa 300.000 Deutsche auf der Straße leben, Tendenz steigend. Ein anderer Grund sind Kriege. Fast alle Kriege der Welt werden wegen Geld oder Rohstoffen geführt. In der Ukraine herrscht Bürgerkrieg. Von Tag zu Tag sterben mehr Menschen. Die Lage überspitzt sich immer mehr zu. Und wenn es so weitergeht, haben wir bald den dritten Weltkrieg. Hier geht es um Atommächte, die im Konflikt stehen. Und Deutschland liegt geografisch genau in der Mitte. Das waren jetzt nur ein paar Gründe, die ich sagen wollte. Aber es gibt noch viele andere. Fracking, das Freihandelsabkommen, einseitige Berichterstattung in den Medien und so weiter. Mit Zeitungen lesen und Fußball schauen verändert man leider nichts. Deshalb sehe ich es als meine Pflicht an, zu den Mahnwachen zu kommen, über die Missstände in unserem Land aufzuklären, mich mit meinen Mitmenschen auszutauschen. Sodass endlich genug Druck gegen unsere Regierung kommt und sie sich dem Willen des Volkes beugt. Denn eine Regierung sollte dem Volk dienen, nicht umgekehrt. Danke. Ja, ich habe mal einen kleinen Text geschrieben, warum ich zur Mahnwache gehe. Ich gehe jeden Montag zu dieser Mahnwache, weil ich es satt habe, in einer kranken, pervertierten, auf den Kopf gestellten Gesellschaft zu leben, in der der Mensch kein Mensch mehr ist, sondern nur noch ein Kunde oder eine austauschbare Arbeitsmaschine. Weil ich es satt habe, dass moralische Tugenden wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität, Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Verantwortung und Treue fast gänzlich im Schatten einer an Neid, Gier und Missgunst erkrankten Ellbogengesellschaft verschwunden sind. Weil ich es satt habe, mich auch noch dafür schämen oder rechtfertigen zu müssen, dass meine Seele aufgrund dieser gesamtgesellschaftlichen Missstände über Jahrzehnte hinweg mehr als nur einen kleinen Knacks davongetragen hat. Ich gehe jeden Montag zu dieser Mahnwache, weil ich nicht länger wortlos und tatenlos zusehen kann, wie meine Mitmenschen unter Konzernen, Banken, Lobbyisten und Bürokraten leiden und wie sie sich auch im Kleinen aneinander zugrunde gehen, weil sie sich gegenseitig nicht mehr vertrauen können. Weil ich es leid bin, permanent von verbitterten, verzweifelten und verrohten Systemsklaven belämmert zu werden, die mir in ihrem Geldbeschaffungswahnsinn nur meine Geldeinheiten aus der Tasche ziehen wollen, damit sie ihre Systemschulden begleichen können, die sie in einer wirklich freien Welt gar nicht hätten. Ich gehe jeden Montag zu dieser Mahnwache, weil ihr mir nicht egal seid, weil ich mir wünsche, dass ihr zufrieden sein könnt. Weil ich mir wünsche, dass ihr gerecht behandelt werdet. Weil ich mir wünsche, dass ihr Frieden finden könnt. Und weil ich mir wünsche, dass euch niemand ausbeutet und dass ihr niemanden ausbeuten müsst. Ich gehe jeden Montag zu dieser Mahnwache, weil ich mich loslösen will von dem verderbnisbringenden Geschwüren unserer Zeit, vom Gegeneinander, von Wachstumswahnsinn und vom Wettbewerb, der zu nichts weiter führt als Krieg und Gewalt in jeglicher Form. Ich gehe jeden Montag zu dieser Mahnwache, weil ich euch mitnehmen möchte in ein gesundes Miteinander und ein gutes Füreinander, in eine Gesellschaft der Kooperation und der Freiheit, in eine Gesellschaft des Vertrauens und des Friedens, in eine Gesellschaft der Wahrheit, der Schönheit und der Gerechtigkeit. Dafür stehe ich jeden Montag hier. Und wenn es sein muss, dann werde ich bis zu meinem Lebensende hierher kommen, um auch für euch, die ihr nicht hier seid, für diese Dinge einzustehen. Also, ich bin der Domme und ich komme zur Friedensmahnwache, weil ich der Meinung bin, dass das, was über uns steht, worüber wir keine Fähigkeit haben, da rauszukommen, ja, das ist eine Macht. Und Macht ist Wissen. Wissen ist Macht. Das ist ganz wichtig. Und wir sind zum großen Teil machtlos, weil wir zu wenig wissen.
Also, ja, ihr, wie ihr hier sitzt, ja, schon, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ihr, also, ihr wisst schon ziemlich viel, okay? Aber die meisten, die hier das System bilden, mit der ganzen Arbeitskraft und Kaufkraft, die wissen einfach noch zu wenig. Und wenn Wissen Macht ist, dann müssen wir das Wissen verteilen, um die Macht zu verteilen. Deswegen komme ich zur Meinung. Okay, vielen Dank für die Offenheit von euch. Dann machen wir jetzt mal weiter mit einem nächsten Musikbeitrag. Und danach machen wir dann mal 10 Minuten Pause mit dem Programm, einfach damit wir ein bisschen reden. Aber wolltet ihr jetzt direkt noch? Wir haben daher auch noch extra Platz, wenn jemand noch eine Rede halten möchte. Ich möchte wieder was sagen. Ich möchte, dass ihr sowas macht. Ja, dann machen wir Musik und dann... Ja.